So, hallo und willkommen zu einem weiteren Video für den YouTube Adrondal Channel. Diesmal aus der wunderschönen Bibliothek mit der halben Server-Community. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Auch die Zuschauer, willkommen zum Wichtel-Event. Wir werden jetzt hier Wichteln bewichteln von den Bewichtelnden. Und ja, wir fangen gleich mal an. Und zwar der erste, der bewichtelt wird, das ist der Nerlon. Nerlon, bitte mal vortreten. Sehr schön. So, und sein... ja doch, oder? Nee? Nein. Nee, Nerlon, du kannst wieder zurück. Und zwar wirst du das Geschenk ja geben, deinem Wichtel. Und da Nerlons Wichtel war Railroad 17. Bitte vortreten. So, alles reinschmeißen, was du ihm schenken möchtest. So, Railroad, lies vor, was hat er alles bekommen? Also, ich habe 16 Cupcakes bekommen, 17 Eisenblöcke und eine Weihnachtskarte von Nerlon. Was für eine tolle Idee! Lies mal vor, was da draufsteht. Dear Railroad 17, hier ist dein Wichtel. Ich hoffe, dir hat das Geschenk gefallen und wünsche dir ein schönes Fest. Anbei noch ein kurzes Gedicht, damit du gleich mal lachen musst. Zum Gedicht bitte umblättern. Es hat 10 Seiten. Oh shit. Soll ich das vorlesen? Ja, das ist vorlesen. GG WP. Draußen schneit's. Es ist soweit, begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Ober holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran, noch schnell den Stecker rein. Schon strahlt es hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt, aus Wachs mit Docht. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Echte Kerzen an dem Baum. Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst einen Enkelsohn. Und wieder Scheiß zur Weihnachtszeit. Ja, wieder mal ist es soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsmann noch echt frisch aus dem Wald. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Im Wohnzimmer einen echten Baum. Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen, hat wiederum einen Enkelsohn. Und schneit's auch draußen noch so sehr, das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat nie gehört vom Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr. Die ganze Welt wird ziemlich leer. Da wurde der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, fragt erstaunt, was ist ein Baum? Und die Moral von der Geschichte, hilft Bäumen oder nicht? Okay. Ich dachte jetzt, das Gedicht wird nie zu Ende gehen. Hast du jetzt das alles selbst geschrieben, Erlan? Nee, oder? Also ins Buch schon. Okay, nice. Ja, das ist die Hauptsache. Na gut, dann danke vielmals. Danke. Der nächste, bitte Alpha, vortreten und auf das rote Feld sitzen. Und ja, dein Bewichtler, der wird sich jetzt gleich melden. Alpha ist nicht da. Doch, der ist da. Sein Wichtelherr ist auch da. Ach doch, da. So, ich habe 8 Goldnuggets, ein super Keks. Wenn ich den esse, fliegt mir wahrscheinlich der Kopf weg. Und ich glaube, eine Weihnachtskarte. Spaß. Reingucken. Dein Geschenk zum Wichteln ist auf der nächsten Seite. Es sind 3 Seiten nur. Es ist dieser Satz. Was hast du denn erwartet? Okay, ich habe doch Erbarmen. Du bekommst noch den super Keks. Okay, das war's. Tipptopp! Dann der nächste ist der Underline Kid. Bitte auf die rote Fläche. So, dein Bewichteler.
Wo ist sein Gewicht? Wo ist sein Gewicht da? Gut, also in dem Fall wäre das der Naruto gewesen. Hat irgendjemand das Zeug von Naruto? Nein? Echt? Okay, was hast du bekommen? Ja, ein Little Star. Also ein Ticket. Ah, nur ein Ticket? Okay, ja gut, dann ist es okay. Das ist jetzt von wem übergeben worden? Inetics? Also ihr dürft auch sprechen, ne? Ist kein Ding. Ist nicht nur ich hier. Wir dürfen doch reden. Leise. War gar nicht das Geschenk jetzt von Ulva, oder? Ja, was jetzt? Ja, okay, dann behalt's einfach. Mach mal deine Dings aus hier, Jules. Deine Batman. Nein, lass mal ein Batman. Ja, okay, dann wär's es schon gewesen. Ich habe Barm, hier hast du von mir. Tschüss, Andjalein. Genau. Also dann nach vorne treten, bitte Quebex. Der ist anwesend. Gut, dann ist er nicht hier, dann gehen wir zum nächsten. Das Corbin nach vorne. Klasse Wintershelm, klasse gemacht. Mango, bitte nach vorne. Gut, Naruto, der ist ja auch nicht hier. Tobi the Potato, bitte nach vorne. Gut, du wirst bewichtelt von. Ich glaube, der ist auch nicht hier. Eigentlich von Phoenix, also von Bombe. Ach Mann. Da hat auch keiner was von ihm? Nein, okay, gut, dann weiter. Dann geht's ja doch ganz schön. Jetzt wahrscheinlich eh nur nicht bekommen. Wahrscheinlich geht's nicht, ja. Lordy Wing, der nächste. Ah, sehr gut. Du wirst erschwert von. Deadfall. Benny! Ist Benny nicht hier? Du. Ja, gut. Der kommt dann bestimmt noch. Okay, kannst wieder weg. Dann kommt der Prometheus, der ist ja nicht hier. Jetzt kommt der Cyborg nach vorne. Nein, Cyborg, nicht for Flavor. Hast du was missverstanden? So, jetzt hier. Geschenke bekommst du nämlich von Eagle Eye. Sehr gut, mal endlich wieder was klappt. Mussten ja jetzt nur ist die Kohle, lecker. Ich hab das Kohlestück gesehen und dachte schon. So, war das geht hier ab, ey. Also, ich habe haufenweise Kekse bekommen, ein Smaragd, eine Goldpferderüstung, eine Diamanthack und einen Diamantblock. Und eine Diamantspitzhacke. Okay, nice. Die Kohle. Und Kohle. War die Kohle vielleicht umgenommen? Und Kohle, nice. Ja. Und da steht drauf, du warst ein böses Kind. Ja! Okay. Gut, dann der nächste ist der Tyson. Und er wird bewickelt von. Los, Basti, das ist dein Wichtel. Flavor. Basti hat. So, ich hab gewartet, bis der Gorad auskalt. War grad leck. So, du kriegst. Gitarre schön. Ah. Basti geht einfach so ein ganz greatest Time mal durch. Also bekommen habe ich einmal ein Erde, ein leichtes Steinschwert mit coolen Effekten. Welche? Coolness 6, Zweck 2, Awesomeness 2, Fisch 3 und Geschwindigkeit 7 plus 5 Angriffsschaden. Und dann habe ich noch eine Weihnachtskarte. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Yay! Yay! Gut, der nächste ist der Noldrian. So. Nicht da. Es erinnert mich nicht an Düsseldorf. Soll ich für Noldrian einspringen? Ich nehme die Geschenke auch gerne an. Okay. Der nächste ist der Kreis. Ja. Die sind doch alle online. Wo sind denn die? Ah, okay. TP die einfach hier hin. Die müssen kommen. Oh, es ist laut gerade. Ja. So, okay. No. Dein Wichtel? Wo ist der Wichteler? Ah, das wäre der Mango, der ist auch nicht da. Ja, darfst du wieder zurück. Gut, dann der Cube Spirit nach vorne. Dein Bewichteler? Flavor. Klasse Adrunda. Schieß los. Also, ich habe drei Geschenke.
Und noch die Reste aus dem Inventar kratzen. Hallo erstmal, ich bin der Zuni Zarak. Du willst ein Geschenk von mir? Das war's. Also, ich habe bekommen eine Kürbiskuchen mit Sahne, eine Rotbarsch aus Version 1.7 und ein Verzauberungsbuch mit Schutz 4. Geil. Bin ich. Okay. Yay. Yeah. Dann der nächste ist der Flambo nach vorne. Flambo! Keiner hier? Okay, ja, dann Klasse, oh. Wintershelm. Okay, dann der Marius, bitte nach vorne. Ah, immerhin, ja. Oho, einer ist da. Von Duskor bewichtelt. Ich hab die Geschenke von Duskor. Ah, immerhin, okay. Erstmal das Abspringen. Die ist vor, Marius. Okay, ich habe einen Aquamarinsplitter bekommen. Einen legendären Eisbrecher mit Unbreaking 3, Fortune 2 und Efficiency 4. Eine stumpfe Keule mit Schärfe 1. Und dann noch hier ein schönes Buch, was jemand wohl auf dem Erzweiler Marktplatz gekauft hat. Nämlich Pferdewitze von Todd Ward. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlesen ja, soll. Nein. Okay. Vorsicht, lesen auf eigene Gefahr. Es kann passieren, dass jemand vor Lachen platzt. Diese Warnung ist berechtigt. Alle Kinder lieben Lasagne, nur nicht Ronny, der mag kein Pony. Bereitet durch Nacht und Wind, es ist das Pferd, getarnt als Rind. Okay, ich glaube, das reicht. Ja. Nee, du liest noch einen. Noch einen, okay. Ja, Sägespänen Lasagne gefunden. Schlimmer Verdacht, Schaukelpferd geschlachtet. Noch einer. Ja, kaum einer geht noch. Heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade ein Hufeisen in meiner Lasagne gefunden. Noch einer. Ja, warte. Ja, nur so eine Idee. Wenn am Ende genug Zeit ist, dann darfst du weiterlesen. Aber das okay. Okay. Nur so eine Idee. Dann möge jetzt der Domartin nach vorne. Was ist los? Hallo, Sai. So, schieß los. Hallo, Sai. Der Gorgi müsste dich bewichteln. Gorgi ist nicht ich da. Übernehme Gorgis Sache. Yeah. Und da Gorgi nicht gerade reich ist und Doma das Gegenteil, darfst du auch nicht so viel erwarten. Um positive Stimmung zu geben. Kiss, groß nicht viel mehr. Hardy, entsorgt dir gerade deinen Müll? Also, ich hab viel bekommen. Ich lese aber mal die Weihnachtsgrüße vor. Hallo Domati, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und schon mal ein gutes neues Jahr. Anbei gebe ich dir ein praktisches Baukit, um dir einen eigenen Christbaum mit allem drum und dran bauen zu können. Ich hoffe, dass dir mein Wichtelgeschenk gefällt und du viel Freude damit hast. Weihnachtliche Grüße, Gorgi 88. Und von mir, weil ich dir übergeben habe. Okay, dankeschön. Bitte. Sehr nice, gut, dann der nächste ist der Zuli, darf nach vorne. Du wirst vom Gleis bewichtelt. Yay. Wow. Ende. Mach schon mal PvP an. Ah, okay. Viel Spaß beim Suchen. X, Y, Z. Da werde ich mal hingehen, danke. Gerne. Gut, dann, der nächste ist der Andreas, darf nach vorne. Andi. Und du wirst bewichtelt von Arobot. Also ich habe ein verzaubertes Buch mit Federfall 4 bekommen. Einen wunderschönen Kräutertee. Ein Glückskeks mit dem Spruch, schätze jedes Lebewesen, es könnte gut mit Ketchup schmecken. Und wenn ich das richtig sehe, noch 64 Goldnuggets und eine Schallplatte. Okay, cool. Ja gut, dann darf jetzt Eagle Eye nach vorne. Hallo. Du wirst bewichtelt von Cybot. Oh. Kommt mir bekannt vor. Nebenbuhr, das ist alles. Tagebuch, ein Punkt. Das in Klammern nicht lesen, ne? Das ist für dich.
Achso, okay. Das andere darfst du ruhig vorlesen. Dein Ernst? Ja. Tag 1. Ich irre ironischerweise, irre in irren Irrgärten, irrtümlich im Irrglauben, irre in Gassen, irre... Irrenanstalten, irren in irrischen Irrgärten, irrtümlich in irrischen Irren, irrationalen Irren, Irrtismus. Tag 2. Inception. Ja. Ich schlafe. Ich sehe scharfe, scharfe Schärfen schlummern, schaumiger Schlummern ist. Tag 3. Schatzige Schatzkarten schatzen in schatzigen Schätzen. Tut, tut, tut. Passwort. Soll ich es vorlesen? Ja. Nur in Klammern weg. Tag 4. Tanzschritte. Irgendwelche Koordinaten. Tag 5. Mist, ich habe am Tag 3 mein Passwort meiner geheimen Kiste verraten. Gut, ich mache ein neues, aber sag's niemandem. Sag es uns. Nö. Tag 6. Otto. Mist, es ändert sich nicht, egal wie ich es lese. Tag 7. Schauen nett, mich kennengelernt zu haben. Achso, schauen nett, mich kennengelernt zu haben. Gut. Gut, du bist entlassen. Dann möge Nili nach vorne kommen. Der Nili wird von der Serverdame beschenkt. Und du hast ja. Okay, jetzt sind drei. Ne, zwei. Was ist die Mehrzahl von Frau? Frauen. Fräuleinchen. Soll ich jetzt echt alles vorlesen? Ja, klar. Okay, warte, ich muss erstmal gucken, ob die irgendwie eine Reihenfolge haben, die Bücher. Nö. Achso, erstmal lese ich das eine Buch vor, da steht, möge dir dieses Schwert und diese Bogen im Kampf gegen deine Feinde zur Seite stehen. Mögest du mit diesem Hilfsmittel niemanden in Kürzeren ziehen. Niemals in Kürzeren ziehen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Moment. Dann ist da noch so ein Buch bei, mit Legende des Schwertes Durendal. Dieses Schwert wurde einst von einem Zwergenschmiede gefertigt, zur Zeit, an dem Brom Eisenfaust noch Häuptling der Eisenzwerge war. Es war ein Geschenk an den Häuptling, wurde es ihm nie übergeben, da die Schmiede durch die Wut der Götter zerstört wurde. Dieses legendäre Schwert, so wie viele andere wertvolle Waffen, verschwand damit in die Tiefen des Nethers und wurde nie mehr gesehen. Doch einige mutige Abenteurer, die sich in dem Nether wagten, fanden Überreste des besagten Schwertes. Ein Schmied im Zwergenfell reparierte es, sodass es nun so gut wie neu ist. Behalte dieses Schwert in Ehren, denn es ist das einzige seiner Art. Dankeschön. War das jetzt das erste Buch? Von wie viel? Das sind zwei Bücher, davon habe ich auch vorgelesen schon. Mit dem. Okay, dann darf jetzt der Arobot nach vorne. Du wirst beschenkt von Ludwig. Und du hast erhalten. Pixel. Juhu. Echt, also, ich hab 5 Stacks Kekse bekommen. Hey. Juhu. Nicht alle auf einmal essen. Okay. Dankeschön. Woo! Party! Ja, gut, der nächste ist der Lego Man. Ist er da? Lego Man? Nein. Nein? Okay, dann nicht. Nein. Dann der nächste ist der Busy. Hab ich gesehen, der ist da. Genau. Du wirst beschenkt von Fietje. Irgendjemand. Ja, genau. Das mache ich dann. Der hat mir ein Geschenk gegeben. War das da? Bitteschön. Wow. Wow. Was ist das? Bergenhelm. Wow, oh, sieht cool wunderschön aus. Ja. Die Augen passen genau Augen rein. Hört ihr mich also, noch? Skinmäßig, das passt. Ja, man hört. Perfekt. Also, bis jetzt ist das so das Schönste an deinem Skin, der Helm. Ja, das ist einfach nur schwarz. Ja, das kommt doch. Bitte. Nein, die Augen, die Augen. Ja, ja, die sind dann die anderen. Du hast als Tipp, ihr müsst seinen Skin mit More Players Modus anschauen, dann sieht er wesentlich besser aus. Achso, okay. Ja, gut, also dann ist es wahrscheinlich ein Ding, ist ein Enderman. Nein, ist es nicht. Nein, okay. Real Goran, bitte nach vorne. Ein Reaper? Real Goran. Goran!
Ray Akash. Connection lost. Der Goran wieder. Gut, dann kommt der Basti-Keks. Ah, Moment kurz. Oh. Kick, Real Goran. Ah, ne, warte, ist er da? Little Back. Die sind doch beide raus. Sind beide gerade rausgekommen. Komm, wir schieben den Basti dahin. Ah, die Admins wieder hier. Okay, dann der nächste ist der Dares. Bitte nach vorne treten. Dares? Nein? Der ist nicht da. Gut, klasse, dann Wintersell. Klasse. Basti ist wieder da. Basti ist wieder da. Olero wird von Ekari beschenkt. Kari! Nice. Hallo. Oh, lies besser nicht vor, das dauert zu lange. Ja, zur Hilfe für diese Ding, es sind 180 Seiten. Ja, dann lies mal die erste Seite. Okay, also ich habe eine Flitzhacke Glück auf, Haltbarkeit 3 und Effizienz 5. Und dann 4 Bücher. Also 4 Teile von Aufbruch in die Neuzeit. In Kooperation mit Gorgi. Okay, dann lies mal das erste Buch vor, also so die ersten Seiten. Die ersten 50 Seiten, oder? Ja, genau, die ersten 50. Das erste Buch hat 50 Seiten. Also, nachdem wir die Überfahrt ins neue Alitera hinter uns gebracht hat. Okay, reicht. Ja, du hast Glück gereicht. Ist okay. Ist eine lange Story. Okay. Du kannst ja. Kann Basti jetzt nochmal rankommen? Ja, genau, ist als Sache, das ist die erste Auffassung auf dem Server stehen. Und das kann man auf dem Forum von Alitera nachlesen. Und frohe Weihnachten, Olero. Danke. So, jetzt wieder alle Krachmacher hier wieder muten, bitte. Rob, du auch muten. Gut, also, Basti wird beschenkt von Cube Spirit. Schieß los. Da kommt noch was. Warte. Yay, da. Achievement Geld, Diamond. Ich habe so viel bekommen. Ich habe 2 Jack-O-Lanterns, ein Ticket, 60 Gold-Nuggets. Eine Unsichtbarkeits-Potion. Gewichte bucht das sich gleich vor. Ich halle irgendwie bei einem. 3 Diamanten, ein Schlachtermesser, ein Spinnenkopf, eine Ender-Chest, ein dicken Spawn-Ei, ein Basti 132-Kopf, ein Emerald mit dem Namen Ich liebe dich und ein Wichtelbuch, jetzt wie gesagt. Und da steht, sind 2 Seiten. Hallo Basti, da du ja eh schon alles hast, was Adrundal gibt, habe ich leider nicht gewusst, was du als Geschenk annehmen würdest. Ich habe zwar nichts Besonderes für dich, aber egal. Ich wünsche dir ein frohes Fest 2013 und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Cube Spirit. Woo! Hey. Yay! Immerhin. So, wie sieht's aus mit deinem Bruder? Ist der auch wieder da? Goran, bitte mal auf der Fläche. Auf der Fläche. Okay. Goran! Okay. Schnell, bevor du wieder rausfliegst. Ja, schnell. So, du wärst beschenkt von Alpha. Nee, ich komm. Los, Alpha, stell. Ich hab nur keine Karte. Ich hatte irgendwie auf die Idee, bin ich nicht gekommen. Aber ich hab das. Wow. Kobolde. 21 Seiten. Willst du klatsch? Ja, lies mal die ersten 2 vor. Kobolde. Bei dem mittelhochdeutschen Kobold oder Kobold handelt es sich wahrscheinlich um eine verdunkelte Zusammensetzung, deren erster Teil. Der erste Teil ist praktisch eine Erklärung, woher Kobolde kommen. Und nachher am Schluss schließt sich eine Sage an. Aha. Irgendwie so auf Seite. Der Kobold im Stall. Genau, der Kobold im Stall. Okay, ich lese mal die letzte Seite vor. Ja, lese mal vor. Zahlen warteten und er lustig sein konnte mit dem Vieh und Mensch. Ende. Yay! Yeah. Yeah. Sorry. Okay. Gut. Dankeschön. Next one is Salmial. Nach vorne treten. Du wirst beschenkt von Marius. Marius. Oh. Auf Weihnachten! So, was hast du erhalten? Einen blauen Pferdekopf. Ein Weihnachtskuchen. Ein Wichtelbuch und ein Stab des Bibliothekars. Gerade jetzt noch hier um die Ecke gekauft, stimmt. Oh, ich muss noch was kaufen. Ja, lies mal vor. Hallo Wichtel, ich wünsche dir viel Freude mit diesem tollen Geschenk. Und ja, die vielen Hashtags müssen sein.
und um die nötige Weihnachtsstimmung zu verbreiten, jetzt noch ein schönes Weihnachtsgedicht. Das ist natürlich nicht einfach so eingefügt. Bald ist Weihnacht. Wie freue ich mich drauf. Das putzt uns die Mutter ein Bäumlein schön auf. Es glänzen die Äpfel, es funkeln die Sterne. Wir haben doch alle das Weihnachtsfest gern. Unbekannte Verfasser. Nunmehr weiß ich gar nichts in diesem Buch zu schreiben, drum schließe ich es jetzt. Ed Marius. Okay, ja. Nice, okay. Fiete Meiner, nach vorne. Du wirst beschenkt von Underline Kid. Ja, ich habe hier einen ganz tollen Glühwein. 24 Kekse. Und Sonderblöcke. Alle, die es gibt. Ja, ich habe einen Glühwein, 64 Kekse und 24. Wie überraschend. Na, okay. Dann Mining Michi nach vorne. Der ist nicht da. Tipptopp. Dann der Cosimox nach vorne. Du wirst beschenkt von Busy. Woo! Boah. Mal an. Rüstung. Ich habe bekommen einen Diamanthelm, einen Diamant-Chestplate, eine Diamond Leggings und ein Schwert. Sharpness 3, Knockback 2, Looting 2 und Fire Aspect 2. Ein Eisenschwert. Ist ja schon angebrochen. Das ist das falsche Schwert. Da liegt noch was. Und Diamond Boots. Da liegt noch was. Ja. Cosimox, das war das falsche Schwert. Dann kriegst du was wieder. Oh, der Seelenfresser, Looting 3. Dort sollte ich Seelen im Sumpf haben gehen. So, habe ich okay. Irgendwas übersehen? Inventar? Nein, wohl nicht. Wenn nicht, dann danke ich mich herzlich. Alles klar, dann der nächste wäre Feed hier. Ich springe jetzt einfach mal für ihn ein. Yay, bekomme ich doch noch was. Und zwar soll ich beschenkt werden von dir, Cosimox. Yay! Ja, ich habe sogar was für dich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier. Und zwar wurde mir gesagt, dass du für irgendjemand anders dich aufgeopfert hast. Ja. Und den Platz vergeben hast. Ja. Oh nein, Buch! Nein, ich muss. Ja, du musst lesen. Okay. Kannst du denn schon lesen? Ja, habe ich schon gelernt. Okay. Okay, also. Ich hab in der Schweiz gibt's Schulen? Ja, natürlich. Im Schnee und auf den Bergen. Also, ich habe ein Do-It-Yourself-Tanne bekommen. Danke. Ein Schneemann-Selbstbau-Kit Teil 2. Ja, super. Hunde Teil 1, kann ich ja, okay. Ich habe einen goldenen Apfel bekommen mit dem Titel Der Kipfel, der Kapfel. Und ich habe ein Buch bekommen, Grußkarte Jesus. Wieso wusstest du, dass ich das hier annehme? Ja, nee, weil ich hatte mir so gedacht, oder mit den Tabirianern, wenn du für den Typen einspringst und Fiete weg ist, warum schenke ich dann nicht dir was? Ja, das wäre ja so. Eigentlich müsstest du noch mehr bekommen haben. Ja, wenn ich habe eine Do-It-Yourself-Tanne-Add-on bekommen. Schneemann-Selbstbau-Kit Teil 1. Ach so, Teil 1, Teil 2. Oh, cool. Ja, natürlich. Ich habe Cosis Weihnachtsgeist bekommen. Ein Glühwein mit, plus 260 Attack Damage. Und einen taberianischen Scotch. Ja, ich trinke keinen Alkohol, aber ist ja egal. Okay, jetzt zum Buch. Mein Gott. Also, das Buch heißt Grußkarte Iris. Oh, tatsächlich, 6 Seiten. Ist da irgendwas Peinliches dabei oder so? Nee, ne? Ich hoffe jetzt mal nicht. Also, lieber Iris, da du ehrenhaft deinen Wichtelplatz abgegeben hast, das ist genial, ich habe da nichts dazu gesagt, und ich eigentlich Feed dir zog, dachte ich mir, du kannst dann ja auch mal was bekommen. Was schenkt man denn dem Boss, der schon alles hat? Naja, vielleicht ein paar Gimmicks. Du bekommst von mir einen köstlichen Bratapfel, Golden Apple, einen guten Scotch aus Taberia, denn du bist ja schon ein großer. Ja, das stimmt. Ich bin schon so alt. Potion of Fire Resistance, ein Selbstbau-Kit für einen Schneemann, sowie ein Do-It-Yourself-Tanne. Samt Add-on. Ja, total begriffen. Ja, also eigentlich alles das, was ich jetzt schon vorgelesen habe. Damit du am Feste auch was zu phrasen hast, habe ich Plätzchen gebacken. Biscuit 32. Oh, habe ich die bekommen? Echt? Na egal. Dazu gibt es einen feinen Glühwein, auf das deine blauen Backen sich rot färben. Und lasse dich doch von Cosis Weihnachtsgeist verzaubern. Frohe Weihnachten wünscht Cosimox und der Rest vom Server. PS, weil du es bist und Tobi und ich
Was? Und ich einen leichten Knacks haben, bekommst du noch eine Hackfleischbombe. Yay! Yeah. Hast du die bekommen? Nee, die hast du nicht bekommen. Nein, habe ich nicht bekommen. Aber ist egal. Ich weiß ja, was es ist. Die haben wir mit Liebe und viel Bacon zubereitet. Das wäre geil. Epic Bacon Time! Okay, der Weihnachts-Irus, lieber guter Weihnachtsmann, nimm den Bannhammer zur Hand und pack die guten Sachen schnell für Alitera, Wintershelm, Elrea und Taberia. Beschenke uns am Ende vom Jahr für alle unsere guten Taten, den Hammer hast du zum Bestrafen. Doch lass ihn stecken, wir sind jetzt ganz nett und setzen uns mit dir ans Bankett. Naja, ein wenig gezweckreimt, aber ich bin halt nicht der Bade. Naja, macht nichts. Trotzdem, danke vielmals. Werde ich direkt löschen. Nein, Quatsch. Hey. Werde ich natürlich aufhalten. Nee, danke vielmals. Danke, ich gehe jetzt wieder hier auf mein Treppchen. Danke, dass man hier weggeht. Okay, gut. Danke vielmals. Dann kommt jetzt der Starbett dran nach vorne. Du wirst beschenkt von Spark of Shark, der glaube ich nicht hier ist. Yeah. Dann der Gorgi. Wer springt dafür hinein? Da war doch vorhin jemand. Ich. Okay. Ich geb's ihm. Dann du solltest beschenkt werden von Noldrian, der auch nicht hier ist. Du darfst wieder. Jo. Michael K. nach vorne treten. Du wirst von Toby the Potato beschenkt. Der braucht doch keine Müllaussortierung. Schieß los. Das war mein Geldsack. Nein, das war mein. Ich hatte die. Ja, was hast du bekommen? Michi! Er hat sein Mikrofon gemutet. Ja, da muss er wieder entmuten. Er schreibt bestimmt gerade. Also, ich hab bekommen. Ja, okay, dann soll doch mal derjenige vorlesen oder sagen, was er ihm geschenkt hat. Er weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht mehr. Okay, ja gut, dann gehen wir zum nächsten. Ist sehr gut, sehr gut. Eine Frage, könnte ich TP'd werden, um mein Geschenk zu übergeben? Weil ich bin gestorben. Wieso bist du gestorben? Ich war im PvP-Modus. Doma, ne? Ja, genau. Gut, dann der Danke. Nächste wäre der Spark of Shark. Der ja nicht hier ist. Dann kommt der Winnie nach vorne, der glaube ich auch nicht hier ist. Sehr gut. Dann kommt der Tanae nach vorne. Sehr gut, du wirst beschenkt von Real Road. Hm. Schieß los, was hast du bekommen? So, ich habe einen Draken bekommen. So, ein Fläschchen mit Frohe Weihnachten. Eine Gasträne und ein... Moment, der Chat steht gerade davor. Ein Strick der Verdammnis. Vielen Dank. Lass dich nicht vom Strick und der Decke verleiten. Gut, dann der nächste ist der Kami. Der wird von Time Jumper. Genau. Ja, lies vor, komm. Ah, kann er ja nicht. Ah, jetzt komm, jetzt Basti. Basti, wo bist du? Basti? Was? Ja, du musst die Karte vorlesen. Von Kami. Ich bin Buch. Ausrufezeichen. Bei Seiten. Hallöchen und weihnachtliche Grüße. Ich wünsche ein frohes Fest und viele Geschenke. In Klammern nicht nur in Minecraft. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gelbe Grüße. Klammer auf. Oha, der Simpsons-Fan in mir rutscht durch. Klammer zu. Nun ja, fröhliche Weihnachten, Timejumper 98. Das war's. Okay. Dann, der nächste ist der Akari. Nach vorne kommt. Der wird beschenkt von Tyson. Oh ne, nicht von dem. Hey Tyson. Ist wahrscheinlich alles aus unserem gemeinsamen Lager, oder? Ey, nein, alles von mir, persönlich. Okay. Was ist das alles? Ein Bogen, der heißt Bow. Mit Infinity und Power 5. Ja, das klar. Ist schon mal nicht schlecht. Da geht es los. Clay. Und ein Buch, das heißt. Und da steht drin, lieber Ekadi, ich wünsche dir ein frohes Fest und viel Spaß mit deinen Geschenken. Spaß ist falsch geschrieben.
Wünsch dir dein Wichtelteil. PS, ich wusste nicht, was ich dir schenken soll. Ich schenke das nächste Mal ein Rechtschreibbuch. Ja, genau. Finde ich gut. Sowas nennt man Duden. Ja. Sowas gibt's in Bayern nicht, weißt du? Okay, dann der nächste wäre Timejumper. Du wirst beschenkt von unserem Waldgeist. Yay! So, hört man mich? Ich denke doch mal. Ja. Also, ein Diamanten, ein Dragen und, oh je, ein Buch. Und der Zweig. 7 Seiten. Ja, lies doch. Ja, klar. Brom Eisenfaust, der Zwerg, Schlechter von Drakengard, Befreier der Insel Goldstrand und Häuptling des stolzen Clans der Eisenzwerge. Es begab sich zu einer Zeit, an dem die Berge alles boten, was das Leben lebenswert macht. Es entsprang 1000 Quellen und füllten 1000 Seen. Das Vieh war reichlich und gut. Der Stein glänzte in der Sonne wie Gold. Das Gold glänzte wie Diamanten und die Diamanten strahlten heller als der Mond. Doch dann kam großes Unheil über den Clan. Die Erde bebte, wochenlang. Die Götter waren eifersüchtig auf das sorgenfreie Leben der Eisenzwerge. Die Eisenzwerge opferten ihr Tier und ihr Getreide, um den Gunst der Götter zurückzuerhalten. Die Götter sprachen auf dem höchsten Berg zu Brom: Erst wenn der Clan sich aufspalte und die fruchtbaren Berghänge verlasse, werde es wieder standfesten Boden geben. Doch Brom wurde zornig. Er forderte die Götter heraus. Wenn es ihm gelänge, eine Prüfung der Götter zu bestehen, dürfte sein Volk so weiterleben wie bisher. Doch wenn er versagte, so würde er mit dem Leben bezahlen und sein Clan wäre zerteilt. Die Prüfung verlangte Brom alles ab. Keiner weiß, was sich auf dem Berg zugetragen hat, doch Brom fiel vom Gipfel hinab und starb. Oh. Sein Clan spaltete sich. Sie verschwanden vom Land ihrer Ahnen und wurden auf den verschiedensten Ländereien und Kontinenten verteilt. Broms Grab ist seit jeher in Teilen in einen Berg gehauen und ist ein heiliger Pilgerort für alle Zwerge. Ende. Ist das eine neue Der Diamant und das Goldstück sind übrigens umbenannt. Ach so, oh ja. Kristall der Moment. Also, Kristall der ultimativen Funkelizität und Glücksmünze. Okay. Dann der nächste ist der Rob. Na, Rob, bitte nach vorne. Du wärst vom Lego-Man beschenkt. Ich glaube, der war gar nicht da, ne? Nee, ist er nicht. Schade. Ah. Gut, dann darf Nerlo nach vorne. Du wärst von Andreas beschenkt. Go, Andy! Auf der ersten Seite ist so ein kleiner Gruß vom Buch und dahinter ist noch eine Geschichte. Also, ich habe mal ein Ticket bekommen. Ein Pferdegutschein und ein Buch mit der Aufschrift Ein Pirat. Ich lese das mal vor. Hat 12 Seiten. Hey lieber Nerlon, da ich noch recht neu bin auf dem Server, kann ich dir nichts Großes schenken. So habe ich mir überlegt, dir erstmal eine kleine Geschichte zu schreiben. Gruß Andi. Es war einmal vor einer langen Zeit, da entstand gerade die Insel Tyreen. Da hörte ich von dieser Welt, doch ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich mich einer der Städte anschließen möchte. Ich habe mich dagegen entschieden und so kam es zu meiner Geschichte als Reisender, wie ich um die Welt zog, ohne Heim und Items. Ich bin hier gestrandet, nachdem meine geliebte Black Pearl von der kranken Nin in die Tiefe der See gezogen wurde. Ich vermisse sie noch heute, doch eines Tages hole ich sie mir zurück. Da man das Küstenschutzprogramm gelockert hat, hat man mich als Fremder auf der Insel Tyreen verweilen lassen, mit dem Auftrag, mich für eine Stadt entscheiden zu müssen, wo ich dann meine Bleibe bauen sollte.
Doch ich war ein Pirat, ein gefürchteter Seeräuber, den keine Stadt aufnehmen wollte. So kam es dazu, dass ich durch die Welt als Reisender zog und versuchte mir einen Namen als Pirat zu machen. Doch aus dem Piratendasein ist nichts geworden. Seitdem ich von der See abgeschnitten hier auf der Insel sitze, bin ich schwach geworden. Konnte niemanden mehr töten, außer die schon tot waren und als Seelen durch die Welt liefen. An diese Zeit habe ich schlechte Erinnerungen. Aber nicht nur. Manche Leute benötigen einen Führer durch Erzwall. So bot ich mich an als streunender Pirat. Es ist nicht so, dass ich nicht versucht habe zu fliehen. Immer wieder aufs Neue habe ich versucht, mit Handelsschiffen von der Insel wegzukommen. Doch ich kam nicht weg. Ich bin hier gefangen. So habe ich mich entschieden, damit versuchen zu leben. So habe ich mich bei meinen üblichen Streifzügen durch die Welt entschieden, ein neues Leben als Siedler zu beginnen. So habe ich mich beworben. Diesmal war man bereit, den streunenden Pirat aufzunehmen. Und jetzt bin ich hier und schreibe meine Geschichte auf. Über ein Jahr habe ich die Insel studiert und kenne mich nun gut aus. So denke ich, dass wir uns des Öfteren begegnen werden. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dir hat das Buch gefallen und du hattest Spaß beim Lesen. Dazu habe ich noch ein Ticket für dich, damit du mich mal besuchen kannst. Wenn das dafür nicht verschwenden möchtest, kann ich dir noch ein Pferd anbieten, das springt sehr hoch, etwa 4 Blöcke. Wenn du dies haben möchtest, schreib mich in-game oder im TS einmal an und ich bringe es dir vorbei. Alles Gute, dein Jack Sparrow. Fehlt da nicht noch irgendwo ein Captain? Captain Jack Sparrow. Andreas 2441. Jo, danke sehr. Tipptopp, dann mittlerweile ist auch Nerlon zu uns gestoßen. Gorgi, bitte mal nach vorne treten. Nerlon möchte dich beschenken. Ja, du meinst Noldrian. Nein, Gorgi soll nach vorne treten. Ja, da muss ich wieder vorkommen. Ja, Noldrian, du darfst. Ich geb's ihm dann. Ich soll Inventar wieder lernen. Achtung, Entschuldigung. So. Nein, er steht da, aber er ist sich hier. Ich bin ganz allein. Was, du warst noch nicht in Elrea. Elrea, da bin. Ja gut, dann ist da noch nichts dabei. Gut, dann wird er das hier später schenken. So, also jetzt nochmal. Wie oft darf ich noch hin und her laufen? Ich weiß nicht. Also, wenn jetzt noch jemand von den Leuten hier ist, Naruto, Kami, Flambo, Dares, Quebex, der Promme, Winnie, Nili, Mining Michi, Mango, Rob? Ah nee, Flambo ist ja nicht hier, deshalb kannst du ihn auch nicht beschenken. Feedminer, der Legoman ist nicht hier. Okay, dann würde ich sagen, danke vielmals, dass ihr hier wart. Irgendwo hier in der Bibliothek ist übrigens noch eine Kiste versteckt. Yay, habe ich vorhin noch versteckt. Ihr dürft sie jetzt schon suchen gehen. Woo! Yay. Und Ja, ich werde dann im Forum reinschreiben, wer noch wen bewichten muss und wer noch was bekommt. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!